Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir erleben eine Sternstunde immer dann, wenn wir die Presse und die Schlagzeilen voll haben mit einer Verfehlung, dann muss das grundsätzliche Regel- und Gesetzeswerk heran. Frau Kollegin Vograscher, tapfer, würde ich mal sagen. Dass die SPD nach diesem Lapsus, ich bezeichne ihn mal so, ganz vorsichtig und in Anführungszeichen, dass man etwas nicht tut, nämlich einen Minister vermieden, das versteht sich von selbst. Dazu brauche ich kein Gesetz, dazu brauche ich kein Regelwerk. Und deshalb halte ich es tatsächlich auch für etwas schwierig im Augenblick, anhand dieser Frage einen Hase-und-Igel-Wettbewerb zu gestalten, der da heißt, jetzt will der eine etwas zum Thema Sponsoring, der andere etwas zum Thema Lobbyismus. Das, was passiert ist, hat nichts mit Sponsoring, hat nichts mit Parteienfinanzierung wie Spenden zu tun. Ich bitte das im Sinne der Demokratie feinsäuberlich auseinanderzuhalten. Sponsoring bedeutet, dass Menschen innerhalb eines Rechtsstaates, einer Demokratie, sich auch dem politischen Prozess zuwenden, dass sie erkennbar machen, dass sie auch wirklich teilhaben wollen. Das gilt nicht nur bei Parteitagen. Alle Einnahmen aus diesen Geschäften können eingesehen werden. Die Rechenschaftsberichte liegen beim Bundestagspräsidenten. Und auf Auskunft sind wir selbstverständlich auch persönlich bereit, darüber Bericht zu erstatten, laden jeweils auch gegenseitig zu den vorhandenen Parteitagen ein. Ich habe Verständnis dafür, dass die SPD, die diesen Fehler eingesteht und auch Besserung lobt und sagt, das tut sie nicht nur nicht mehr, gerne jetzt versucht, politisch in die Vorhand zu geraten mit einem eigenen Vorschlag. Ich glaube nur, dass wir da dieser Frage, um die es jetzt hier im Zentrum geht, keinerlei Gefallen tun. Denn es wird weder was zum Thema Lobbyismus noch was zum Thema Sponsoring daran ändern, dass man für falsches Verhalten bei der Frage, wie gewinne ich Einfluss auf die Politik, keine Regeln vorsetzen kann. Denn dieses Parlament ist jeder Einzelne von uns seinem Gewissen unterworfen, sofern der Einzelne denn eines hat. Aber im Ergebnis geht es doch darum, jeder muss doch verantworten, wie er sich in dieser Frage verhält. Und ich bin erstaunt dafür, dass es dann doch immer wieder jemanden gibt, der sich für so eine Aktion tatsächlich hergibt. Egal mit welchen Verschachtelungen, gesellschaftspolitisch, gesellschaftsrechtlich, man versucht, das in irgendeiner Art und Weise zu kamuflieren. Aber es bleibt dabei, allein der Anteil des Sponsorings, wir haben es gehört, ist wirklich verschwindend. Und deshalb kann man nur sagen, die Ordnung, die wir gefunden haben in § 24 des Parteiengesetzes, dass auch die Ausweispflicht aller Sponsoringleistungen beinhaltet, bedeutet doch eindeutig, dass man es auch ablesen kann. Nicht umsonst hat die Europäische Staatengemeinschaft GRECO zum Thema Parteienfinanzierung gesagt, diese Frage ist in Ordnung. Sie ist in Deutschland regelgerecht wie in anderen europäischen Staaten tatsächlich auch geregelt. Und das trifft übrigens die eigene in diesem Land immer noch verbindliche Rechtsprechung an. Die sagt, alles, was an Ausweisung notwendig ist zu dem Thema Sponsoring, haben wir tatsächlich geleistet. Und deshalb kann ich nur sagen, wenn es um die entscheidende Frage geht, dass man in so einer Diskussion, in so einer aufgeheizten, natürlich versucht, mit tollen Vorschlägen wieder mal aus der Hinterhand zu kommen. Also ich kann nur sagen, wir haben 2 Jahre zum Thema Parteienfinanzierung verhandelt. Erst in der letzten Sitzung kam dann tatsächlich auch die Grünen zum Thema, na, zum Thema Sponsoring könnte man noch was machen. Nur muss ich Ihnen sagen, die entscheidende Botschaft muss doch die sein, dass wir in der Demokratie dankbar sein müssen über Menschen, über Firmen, die sich nicht nur zu Parteien bekennen, sondern zur Funktion von Parteien, nämlich an der Willensbildung teilzunehmen. Und das bedeutet, dass sie sich auch nicht hinter Masken verbergen. Das bedeutet eben nicht, dass man sich im Hinterzimmer trifft, wo es keiner mitkriegt, sondern das bedeutet, dass man mit offenem Visier sagt, welche Firma an welcher Stelle tatsächlich auch Parteien mit einer Art von Sponsoring unterstützt. Darum geht es. Und deshalb kann ich Ihnen nur sagen, am Ende des Tages hilft alles Gerede nichts. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir das, was wir an Regeln für die Parteienfinanzierung haben,
anwenden und dass wir rechtstreue Bürger, nicht nur als Parlamentarier, als Funktionäre in der Partei bis hinunter zu den Ehrenamtlichen haben, sondern dass wir eindeutig sagen, wir halten uns an diese Funktionen und versuchen trotzdem, unsere Arbeit aufrechtzuerhalten. Natürlich ist Sponsoring ein zunehmend wichtiger Aspekt bei zurückgehenden Einnahmen. Wer wüsste das besser als Parteienvertreter? Aber es hilft auch an dieser Stelle am Ende des Tages gar nichts. Gegen diese Frage helfen keine neuen Gesetze, gegen dieses Problem hilft kein neues Regelwerk. Da hilft nur ein funktionierender moralischer Kompass. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat für die SPD-Fraktion der Kollege Dietmar Niethan das Wort.